Es gibt wenige Gemeinden, die überhaupt eine Kneippanlage besitzen. Die in Waidhofen ist besonders schön beim Naturpark gelegen und steht allen zur Verfügung. Kostenlos. Deshalb sollte man sie auch wertschätzen. Was ist Kneipen überhaupt und warum soll man es tun? Die meisten Leute verbinden Kneipen mit Wasser. Kneipp hat aber noch mehr Sachen für den ganzen Körper. Die Lehre von Sebastian Kneipp richtet sich nach unseren 5 Säulen. Wasser, Ernährung, Heilkräuter, Bewegung und Lebensordnung. Jetzt ist es die Frage, was kann ich jetzt hier bei dieser Kneippanlage machen? Bei unserer Kneippanlage am Buchenberg haben wir ein Wasserbrettbecken und ein Armbecken. Und wie macht man das jetzt richtig? Beim Wasserbretten soll das Wasser eine Tiefe von maximal eine Handbreit unter dem Kniegelenk haben. Dabei soll man im Storchenschritt 30 bis 40 Schritte durch das Wasser gehen und dabei die Beine immer aus dem Wasser ziehen und wieder eintauchen. Nach dem Wassertreten soll man das Wasser nur abstreifen, die Füße nicht abtrocknen und trocknen lassen. Eine zufällig vorbeikommende Mädchengruppe wird gleich in die Geheimnisse von Kneipp eingeführt. Sehr erfrischend, jetzt gerade heute, wo es so heiß ist. Ja, ich will es probieren. Ganz aus dem Wasser ziehen und wieder eintauchen. Wenn Sie dann wieder rausgehen aus dem Wasser, die Füße nicht abtrocknen, sondern nur das Wasser abstreifen und. Schon, ja? Und schon zwei Minuten, dann genug dann. Wann ist das jetzt zu empfehlen? Wassertreten wirkt durchblutungsfördernd, kreislaufanregend, venenkräftigend, entstauend, beruhigt am Abend und erfrischt tagsüber. Als zweite Möglichkeit gibt es bei unserer Kneippanlage noch das Armbad. Das Armbad ist folgendermaßen anzuwenden. Zuerst den rechten, dann den linken Arm so weit wie möglich eintauchen. Unter leichter Bewegung 20 bis maximal 40 Sekunden im Wasser lassen. Das Armbad ist anzuwenden bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Abgespanntheit, körperlichen und geistigen Leistungsabfall, bei intensiver Hitzebelastung im Sommer und bei Bergwanderungen. Leider muss erwähnt werden, dass die Anlage immer wieder verschmutzt wird, Schuhe drin gewaschen werden oder Eltern verantwortungslos ihre Kinder Steine und Sand in das Becken werfen lassen. Das erfordert jeden zweiten Tag vom Verein einen hohen Reinigungsaufwand. Auch dieser Freund darf nicht hinein. Unsere Kneippanlage wird durch unsere Mitglieder ehrenamtlich betreut. Dabei werden die Blätter und der Schmutz aus dem Becken entfernt und ungefähr dreimal in der Woche wird das Wasser getauscht, um die Gesundheit der Leute nicht zu gefährden. Auf der Tafel, die da beim Becken steht, da kann man sich informieren, wie man es richtig macht, aber es gibt ja auch in unserem Verein 4 ausgebildete Wasserinstruktorinnen, die in Bad Kreuzen gelernt haben, wie man die Wasseranwendungen richtig durchführt. Eine tolle Einrichtung, die immer mehr Freunde gewinnt und auf die sie vielleicht auch jetzt neugierig geworden sind. Am Schluss mit dem Appell, bitte wertschätzen und reinhalten.